Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen an den Präsidenten unserer Universität. Ein herzliches Willkommen an den stellvertretenden Sprecher des Gutenberg-Forschungskolleg, Herrn Kollegen Kusper. Ein herzliches Willkommen an die sechs Fellows, die wir noch einzeln heute Abend vorstellen werden. Ein herzliches Willkommen auch an unsere Ehrengäste, auf die ich auch noch im Einzelnen künftig eingehen möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte es etwas hochstilisieren und sagen, der 8. November ist ein ausgesprochen denkwürdiges Datum, denn mit dem heutigen Tag ist auch die Queen bei Facebook vertreten. Allerdings kann man, wenn Sie sich jetzt schon sehr freuen, die Queen nicht etwa sich mit ihr befreunden oder sie gar anstupsen, aber immerhin können Sie in diesem Social Network mit der Queen insofern in Kontakt treten, dass Sie ihnen Ihre Meinung sagen können. Und diese Meinung wird überbracht und soll gelegentlich auch beantwortet werden. Seit einem halben Jahr übrigens lässt Ihre Hoheit auch twittern und sie hat immerhin 70.000 Anhänger, die diese Nachrichten auch lesen. Sie kennen andere Zahlen, insofern können Sie es leicht vergleichen. Ich möchte das Ganze aber nicht als ein Einstiegsjoke abtun und nur eben sagen, es sei eine Kuriosität, sondern vielleicht als ein Zeichen, als ein weiterer Schritt der Akzeptanz der Social Networks. Gehen wir in unsere Praxis unserer Studierenden. Einer unserer Doktoranden, genauer gesagt der Doktorand von Kollegin Frau von Hoff, Dominik Pleimling, der vor einem halben Jahr bei uns Examen gemacht hat in der Germanistik und der Buchwissenschaft, ist nun der erste Pressesprecher in den deutschen Verlagslandschaften der Buchwirtschaft, der jetzt nur für Social Networks zuständig ist. Er erstellt die Booktrailer, stellt sie auf YouTube ein und verfolgt das Ganze den ganzen Tag im StudiVZ bei Twitter oder eventuell im Facebook. Diese Art von mobiler Kommunikation hat unser aller Alltag, auch der Alltag der Wissenschaftsgesellschaft, auch der Alltag der Medien, nun schon völlig verändert. Und ich glaube, wir sind im Moment auch in einer guten Situation, dass sich die positive Einstellung zu eben diesen Networks im Moment verändert. Hatte Google Street View, Sie erinnern sich, in diesem Sommer, einen sehr heißen Sommer, die eine Akzeptanz mit sich brachte, die nicht gerade besonders positiv war. So hat aber in dieser Woche die Tourismuschefin von dem kleinen Wellness-Badeort Oberstaufen im Allgäu es verstanden, die Tendenz umzudrehen und in einer Charmoffensive als erster Ort von Deutschland Google durch Oberstaufen fahren zu lassen. Es gibt kaum eine Zeitung und ich habe hier ausdrücklich, Sie kennen das ja am Logo Deutschland und die Welt, ein seriöses Organ genommen, die darüber eben nicht möglicherweise berichtet hat. Und es ging auch weiter. Sie hat dann auch, oh, eins zurück bitte nochmal, wenn es möglich ist, da kommen wir gleich noch drauf zu. Sie hat dann auch sogar ein Dirndl extra im Google-Look entstellen lassen, ein schwarz-weißes Dirndl mit dem farbigen Eintrag, sodass man das jetzt auch mitnehmen kann, wenn man in Oberstaufen ist. Und sich dann auf diese Art und Weise den Medienhype ausnützend sehr positiv in Geltung gebracht. Und es gab 34 andere deutsche Städte, die dann bei Google angefragt haben, warum nicht sie auch auf so eine repräsentative Art und Weise vorgestellt werden könnten. Seit der vergangenen Woche, und wir können uns das jetzt auch nochmal ansehen, ist auch unser Mainzer Bundestagsabgeordneter mit einem iPad auf der Regierungsbank vertreten. Und dieses iPad nutzt er eben auch, um seine Angaben, die er künftig bei den Anfragen der Opposition macht, noch einmal rasch zu aktualisieren und vorzustellen. Und ich möchte dieses Bild über den Nachrichtenwert hinaus vielleicht auch dazu nutzen, zu sagen, die Art der technischen Konvergenz, von dem wir sprechen, kann für den Moment, für den November 2010, auch dieses iPad von Apple möglicherweise zeigen und vorstellen. Das iPad ermöglicht nämlich ausgesprochen kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt, und so sehen es auch die Insider, Reportern die Chance einer neuen, vieldimensionierten Erzählform, den Journalisten möglicherweise die Rettung der Gattung Zeitung, darüber würde ich mich gerne mit Ihnen heute und morgen unterhalten, und sie eröffnet den Buchverlagen, und das lässt sich tatsächlich schon zeigen, eine wundersame neue Einnahmequelle. Die amerikanische Technologiezeitschrift Wired ist hier der absolute Vorreiter, die die vielfältigen Möglichkeiten dieses Mediums erkunden lässt. Mit jeder Seite, die man mit dem Finger auf den Bildschirm schiebt, erscheinen neue Inhalte, neue Texte, neue Bilder, neue Grafiken und neue Videos. Hat man noch bis vor einem halben Jahr argumentiert,
dass das Buch, zumal das Taschenbuch, in seiner Praktikabilität durch nichts zu überwinden sei, dass man nur mit dem Buch in die Badewanne, in die Sofaecke oder an den Strand gehen könnte, so ist das iPad gerade dabei, als ein stylisches Produkt, als ein durchdesigntes iPad, die akzeptable Alternative dafür zu bieten. Die Illusion des Umblätterns wird ja durch angeknickte Seiten und durch das Umblättergeräusch auch nachempfunden, sodass man sich auch dieser Illusion hingeben kann. Und nicht wenige Typografen, wenn sie die beiden einschlägigen Blogs verfolgen, hoffen, dass sie jetzt ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten durch das Pad und seine unterschiedlichen Erscheinungsformen in den nächsten Wochen und Jahren werden gewinnen können. Und es wird tatsächlich, wenn Sie den Font-Blog sich von heute angucken, die Renaissance des Blattmachens über das iPad diskutiert und vorgestellt. Aber auch etwas, was wir bisher als wesentliches Element der Zeitung gesehen haben, dass wir für 24 Stunden Ruhe hatten, einen Text zu lesen und nicht mit der sofortigen Geschwindigkeit der Veränderung elektronischer Medien in Berührung kommen, kann dieses iPad jetzt durch die neuesten Apps bieten. Zum Beispiel das App der Wochenzeitschrift Die Zeit kombiniert den eine Woche lang unveränderbaren Inhalt, der in dieser Woche abzurufen ist und natürlich auch in einem Archiv, mit dauernd im Fluss befindlichen Inhalten von Zeit Online innerhalb einer Application, aber Sie können wählen, was Sie bevorzugen. Ob Sie noch am nächsten Mittwoch die Ausgabe der vorvergangenen Woche lesen wollen oder ob Sie sich auf die Neuigkeit eben einrichten. Ähnlich auch der Spiegel, wenn Sie einen eingeschaut haben. Der Spiegel ist auf der einen Seite quasi ein PDF der Druckausgabe, auf der anderen Seite angereichert durch eine Fülle von neuen animierten Grafiken, von Videos und von Audiosequenzen. Der Spiegel übrigens hat eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der Narratologie des Spiegels beschäftigt. So können Sie es auf der eigenen Homepage-Ebene doch lesen. Das Geschichten erzählen, was jetzt mit Ton-Dia-Shows in eine völlig neue Dimension des Zeitschriftenlesens kommen soll, so die Eigenaussage. Und zumindest in der geschlossenen Apple-Welt scheint es ja nun auch möglich zu sein, mit elektronischen Daten wiederum Geld zu machen, ja sogar neue Abonnenten zu generieren. Der führende US-amerikanische Konvergenzforscher Henry Jenkins vom MIT, vom Nano Media Lab in Cambridge, den wir im nächsten Sommersemester als unseren Gastredner hier in Mainz begrüßen können, hat in seiner grundlegenden Schrift Convergence Culture den technischen Fortschritt in einem Atemzug mit grundlegendem kulturellen und sozialem Wandel verglichen und schlägt vor, ausgehend von der hier nur ganz kurz einleitend angerissenen Technikkonvergenz, den Wissenschaftlern die Aufgabe zu übertragen, die Organisationskonvergenz, die Produktions-, die Inhalte, die Nutzung und die Publikumskonvergenz zu untersuchen. Auf diesem Hintergrund traf es sich ganz gut, dass der Wissenschaftsrat vor 3 Jahren in seinen Empfehlungen zur Weiterbildung der Kommunikations- und Medienwissenschaften in Deutschland empfohlen hat, dass man ein von ihm erkanntes Kooperationsdefizit zwischen sozial- und kulturwissenschaftlich, historisch, hermeneutisch oder empirisch und technisch orientierten Disziplinen unter Einbindung von Medienrecht, Medienpädagogik und Medienmanagement doch nun neu zusammenführen solle, um damit systematisch und interdisziplinäre Grundlagenforschung in Teil- und Verbundprojekten zu entwickeln. Wir, die Kolleginnen und Kollegen der Johannes-Gutenberg-Universität und des Instituts für Mediengestaltung der Fachhochschule Mainz, hatten uns zu diesem Zeitpunkt bereits zusammengeschlossen und können durch den Rückenwind dieser Empfehlungen des Wissenschaftsrates in unseren Intentionen uns gestärkt fühlen, die Infrastruktur unserer Fächer neu auszurichten, gemeinsam diese Forschungsaufgaben anzunehmen. Und wir können uns dabei auch des Standortvorteils einer reichen Medienlandschaft im Rhein-Main-Gebiet mit der hohen Präsenz an Medienwirtschaft dann doch sehr bewusst sein. Aus dem Grunde ist es mir eine große Freude, dass ich verschiedene Vertreter der Medienwirtschaft heute Abend hier begrüßen darf. Die Landessenderdirektorin des SWR, Frau Dr. Sabine Sanftenberg, vom ZDF Herrn Mensching, der eben auch für Aus- und Weiterbildung zuständig ist beim ZDF, aber um die enge Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Universität vorzustellen, habe ich den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Herrn Patzke, und die Vertreterin, Frau Thewesen, die jetzt auch für die Fragen des Zukunftsbeirats Medien zuständig ist, in unserem Kreise willkommen heißen.
Dazu der entscheidende Vertreter der Stadt Mainz, nämlich der Dezernent, der nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Technologie und Medien zuständig ist, Herrn Franz Ringhoffer, auch an Ihnen ein herzliches Willkommen heute Abend. Ebenso freue ich mich, dass ich mit Dr. Peter Schmitz, den Mediensprecher der FDP in unserem Kreis hier des Landtages der FDP, begrüßen darf. Herr Staatssekretär Ebling hatte sein Kommen für heute Abend zugesagt. Leider musste er aus einem aktuellen anderen Anlass absagen. Er lässt Ihnen aber ausdrücklich die besten Grüße und Wünsche übermitteln. Mit all diesen Institutionen, mit den umgebenden Verlagen, die Verlagsgruppe Rhein-Main, die in Frankfurt ansässigen großen Zeitungsverlage, die Deutsche Bibliothek, die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und all die anderen Institutionen sind unseren einzelnen Instituten ja schon lange vertraut. Denn das Rhein-Main-Gebiet, wir sagten es ja schon, zeichnet sich durch ein reiches Potenzial an Medienwirtschafts-, auch Arbeitsstellen für unsere Studierenden und unsere Absolventinnen und Absolventen aus. Aber auch diese Hochschule hat schon seit ihrer Wiedergründung 1947 dafür gesorgt, dass die Medien im Mittelpunkt standen. Im Gründungsjahr 1947 bereits durch die Einrichtung eines Gutenberg-Lehrstuhls, 1966 dann, um nur einiges zu erwähnen, des Instituts für Publizistik, um damit die beiden komplementären Forschungszweige einer historisch-hermeneutischen Medialitätsforschung und der empirischen Kommunikationswissenschaft einmal systematisch zu erwähnen. Und es kam vieles dazu, zum Beispiel das journalistische Seminar, die Theaterwissenschaft, die Filmwissenschaft, der Studiengang Medienmanagement, der medienpädagogische Schwerpunkt, den wir haben, aber auch die künstlerischen und experimentellen Techniken an der Hochschule der Musik und der bildenden Künste im Bereich von Klang, Klangkunst oder Audiovisual Art. Nachfolgend haben wir dann die guten bilateralen Kontakte zu unseren Kollegen am Fachbereich Mediengestaltung, der nun im ganz wörtlichen Sinne benachbarten Fachhochschule aufgebaut, und ich freue mich auch dort, drei Vertreterinnen und Vertreter heute Abend hier bei uns begrüßen zu können. Aus diesem Kreis haben im August dieses Jahres unter Leitung von Kollegen Aufenanger als Sprecher 18 Kolleginnen und Kollegen einen Antrag für einen Sonderforschungsbereich Transformation digitaler Medienwelten bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht, und wir hoffen, gleich zu Beginn des neuen Jahres dann dort das sogenannte Beratungsgespräch, also die erste Hürde, nehmen zu können. Und zum 1. September dieses Jahres haben wir auf Anregung der Hochschulleitung einen Antrag im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zum Thema Medienkonvergenz eingerichtet. Und ich möchte die Situation hier nutzen, gerade was diese Anträge anging und für den Rückenwind, den uns die Hochschulleitung in diesen gesamten Zusammenhängen denn doch gegeben hat, für ständige Unterstützung, Begleitung und Ermunterung in vielen Fällen unserem Präsidenten Gregor Krausch ganz herzlich zu danken. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Krausch. Können Sie ruhig klatschen. Und damit wir eben für diese gesamten Aktivitäten auch besonders gut denn doch gewappnet und gerüstet sind und diese technischen neuen Infrastrukturen denn da auf den Weg bringen können, haben wir im vergangenen Jahr einen Antrag für einen Forschungsbau, also das bisherige Inter 1, das Studierendenwohnheim, das in eine sehr gute neue Möglichkeit für Studierenden zum Wohnen eben umgewandelt wird. Ein Neubau, der dort entsteht, wir dieses Gebäude umwandeln können, um 14 Stockwerke unsere Medienfächer und wesentliche Elemente dieser Medienfächer denn dort zu bündeln und vorzustellen. Und unsere Ministerin, die zuständige Ministerin Frau Ahnen und der Staatssekretär der Staatskanzlei Herr Stadelmeier haben im Mai dieses Jahres diesem Antrag entsprochen und in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass dieses Haus ab 2012 gebaut werden soll und dass wir es 2014 werden beziehen können. Um das Ganze noch zu untermauern, haben wir in der vergangenen Woche einen Antrag auch für die Großgeräte, auch zur Sicherung des Bauvolumens, noch an den Wissenschaftsrat auf den Weg gebracht, sodass wir auch dort sicher sind, dass das Ganze sehr gut unterstützt und untermauert wird.